Hallo, mein Name ist Herbert Schwakowiak. Ich freue mich auch sehr, Ihnen heute das Content-Tool zeigen zu wollen. Nein, im Ernst, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Lotus Content-Fahrzeug-Erstellungstool-Gemach-Ding-Teil-Tutorial. Part, weiß ich eigentlich. Fünf? Ich glaube fünf. Es wird schon irgendwie fünf sein. Ja, bei den letzten Malen haben wir ja schon ganz fleißig am K66 rumgebastelt. Wir haben den Wagen importiert, Kameras hinzugefügt, Skripte erstellt, den Wagen fahren lassen, Animationen hinzugefügt, dies, das, jenes, Trari und Trara, alles drin, das ganze Brimborium. Und ja, so wie ich das vernommen habe von den Kommentaren, wenn ich mich nicht komplett blöd angestellt habe, habe ich da Sounds rausgehört, dass wir uns damit mal beschäftigen sollen. Ja, an dem Thema war ich ehrlich gesagt relativ lange nicht mehr dran. Also wenn ich da jetzt irgendwie ein bisschen was Retardiertes zwischendurch tue, bitte ich das zu entschuldigen. Ich meine, ihr kennt das ja nicht anders, aber nee, ihr wisst, was ich meine. So, genau. Hier haben wir schon das Content-Tool. Ich bin hier auch schon angemeldet als Herbert, das steht hier. Wir klicken auf Soundquellen, das ist relativ simpel. Da hätte wahrscheinlich, eventuell hätte ich es auch ohne fremde Hilfe rausgefunden. Dann öffnet sich quasi der, ich nenne ihn mal Soundmanager, weil er heißt noch unbenannt. Ha, Marcel! Nein, das spielt später der Dateiname. Ich nenne ihn mal den Soundmanager vom Content Tool. Ja. Hier stehen, hoppala, irgendwann unsere ganzen Sounds, die wir hinzugefügt haben. Ich habe hier schon mal zwei exemplarische Sounds. Wow. Hinzugefügt. Die sind kacke. Aber es gibt sie. Und das ist toll. Ja, jedenfalls. Wenn wir hier auf Hinzufügen klicken, öffnet sich ein neuer Eintrag, wo wir dann mit diesem lustigen Knopf, der übrigens noch keine Mouse-Overtext hat, Marcel! Eine Datei auswählen können. Ah, und da sind sie schon. Ich habe sie jetzt einfach mal in meinen Lotus-Export-Ordner geschmissen. Der Ordner heißt Sounds. Taste ein. Weitere Datei hinzufügen. Taste aus. So. Die kann ich jetzt testen. Einmal spielen. Ganz oft hintereinander spielen. Pausieren. Weiterspielen. Beenden. Simpel. Wer viel Zeit hat, kann daraus auch ein Musikstück komponieren. Ich möchte davon abraten. So, wenn wir das ganze Ding bearbeiten, haben wir hier eine, werden wir nach einer Variable gefragt, die das Abspielen steuert. Das ist ein wenig missverständlich, wenn man noch nicht so genau weiß, wie es funktioniert. Also, das, was wir hier bearbeiten, ist quasi ein Soundcontainer, der beispielsweise alleine für das Armaturenbrett zuständig ist. Das heißt, alle möglichen Geräusche, die Geräusche, die das Armaturenbrett von sich geben kann oder wird, je nachdem, werden quasi in diesen Soundcontainer geschmissen und der wird dann im Content-Tool an eine bestimmte Stelle platziert. Das sehen wir alles gleich. Im Content-Tool selbst kann ich dann diesem Soundcontainer unterschiedliche Variablen quasi zuweisen. Ich kann auch natürlich 6, 7, 8 mal die gleichen Soundcontainer einfügen. Zum Beispiel für Türen hat sich das bislang bewährt. Und dann muss man ja die Sounds, die hier irgendwie drin sind, identifizieren. Und das ist mit Variable gemeint. Also, die nenne ich jetzt beispielsweise Taster ein. Wow, das ist aufregend. Ja, und das wird dann später da stehen. Da kommen wir gleich zu, wenn ich das dann zuweisen möchte. Daher läuft der Hase. Ja, Master-Lautstärke, die lasse ich auf 1. Man kann die Sounds auch leiser drehen. Ja, wer es braucht. Also es ist später für die Feinabstimmung ganz klasse, wenn alle Sounds drin sind und man noch so ein bisschen was schrauben möchte, muss und nicht jedes Mal dafür die Datei bearbeiten will. Dann ist das schon super. Momentan nutze ich es relativ wenig. Das wird aber später halt kommen, wenn alles vertont ist. Dann können wir eine Lautstärkenkurve hinzufügen. Oh ja! Na gut, in Ordnung, wir speichern mal. Wir können das ja später alles beändern. Beändern, genau. So, jetzt haben wir hier eine Kurve. Hier unten ist
ganz leise. Da oben ist ganz laut. Hier ist Variable 0, hier ist Variable 1. Die Variable nennen wir Tastervolume. Beispielsweise ist völlig egal, wie ihr es nennt. Ihr könnt es auch Lautstärke nennen oder Taster-Krustenbrot. Auch das würde gehen. Ja, wir können diese Kurve bearbeiten, indem wir klicken. Oder klicken, oder klicken, oder klicken, oder klicken. Und jetzt haben wir eine ganz famose Soundkurve, die so in der Realität wahrscheinlich sehr selten nur auftritt. Wenn überhaupt. Und so können wir das dann halt bearbeiten. Wir können die Punkte auch wieder rauslöschen, wenn wir festgestellt haben, ne, das war jetzt irgendwie nicht so die Hälfte vom Ei, Alter. Dann lässt sich halt dieser Ursprungszustand wiederherstellen. Ja, die kann man im Übrigen auch verschieben hier. Überlegt es euch nur gut, ob ihr es tun wollt. Deswegen schiebe ich den mal händisch wieder zurück auf 1. Ja, wie gesagt, an dieser Variable später kann dann gesteuert werden, wie laut der Sound im Simulator sein soll. Das ist zum Beispiel für Rollsounds ganz praktisch, für Schienenbremsen, für Türen, die schneller aufgehen als andere Türen, irgendwie sowas. Da geht ganz viel. Entfernung, ab der der Sound abnehmen soll, hatten wir an OMSI schon. Ich weiß gar nicht, ob das schon funktioniert. Ich habe nicht den Eindruck. Nein, das war ein Scherz. Da ist es ja, also momentan ist es in Lotus ja so, es gibt ja von der Lautstärke des Sounds ja keinen Unterschied zwischen innen und außen, also es wird nichts gedämpft oder so. Das kommt später noch. Aber was es schon gibt, ist, dass wenn man rauszoomt, die Sounds leiser werden. Das hat ja jeder von euch, der es schon mal angezockt hat, wahrscheinlich gemerkt. Hier können wir die Entfernung einstellen. Also es würde sich bei so einem Taster natürlich anbieten, wenn man den nicht am anderen Ende des Zuges noch hört. Ich habe da ehrlich gesagt noch nicht so wirklich die Erfahrungswerte, ob das oder in welcher Form auch immer das oder anders formuliert, wie man das jetzt bemisst. Das müsste man ausprobieren. Also ich habe bei den Schaltwerken diesen Wert benutzt, da habe ich ihn verringert, weil man die nur da hört, also beim 8S jetzt, weil man die nur im Türbereich hören soll. Und man kann die natürlich auch vergrößern, dann hört man das Ganze überall. Ich lasse den jetzt so, weil das bringt das nicht so wirklich. Abspielgeschwindigkeit und Tonhöhe könnten wir jetzt auch noch eine Variable einfügen. Das ist zum Beispiel für Drehstrommotoren eine ganz beliebte Geschichte, beziehungsweise für Chopper, T-S-C-H-O-P-P-E-R, Chopper, Chopper-Steuerung. Lassen wir jetzt mal raus. Variablenwert bei normaler Abspielgeschwindigkeit, ist klar, ne? Also wenn 0 aus ist oder ganz langsam und 1 ganz schnell, dann ist 1 der obere. Das war jetzt dämlich. Also wenn 0 aus ist und 2 ganz schnell, dann ist 1 die Mitte, also die normale Geschwindigkeit. So, jetzt ergibt es Sinn und es wird ein Schuh draus. Spielt endlos, bis die Kontrollvariable auf minus 1 gesetzt wird. Das ist quasi ein Loop-Sound. Wenn wir jetzt die ganze Zeit, geht jetzt gerade nicht, den Taster hintereinander hören wollen, würden wir hätten am sein, in etwa so, bis wir irgendwann die Variable auf minus 1 setzen. Dann müssten wir diesen Haken aktivieren. Das lasse ich jetzt bleiben, weil das wollen wir nicht. Verzögerung, mit der der Sound auf Änderungen reagiert. Das ist quasi, ich weiß gar nicht, wofür das notwendig ist, ehrlich gesagt. Ich habe es jedenfalls noch nicht benutzt, aber da kann man offenbar eine Verzögerung einstellen. Lassen wir jetzt auch mal sein. Das ist zum Testen eher hinderlich. So. Ja, das ist relativ übersichtlich. Das sind jetzt nur zwei Sounds. Den zweiten bearbeiten wir mal auch noch eben. Den nennen wir jetzt Taste aus. Ja, die Kurve, da fügen wir mal eben hinzu, dass es einfach die gleiche Ausgangslage ist. Das ist auch noch so ein Thema. Man kann das natürlich jetzt so machen, wie ich das hier gemacht habe, und das hier Taster-Volume nennen. Aber in dem Moment, wo ich zwei Taster habe, Taster ein und Taster aus, und ich die beide Taster-Volume nennen würde, hätte ich eine doppelte Variablenbezeichnung und ich kann das später nicht mehr zwingend auseinanderhalten. Deswegen sollte man das hier entsprechend anpassen. So, speichern und packen. Und zwar nenne ich das jetzt K66 Armaturenbrett. So, speichern. Zack, completed. Erfolgreich gepackt und installiert. Und da sind neue Dateien aufgetaucht. So, jetzt können wir. Oh, weia, ich glaube, ich muss mal eben. Ach, Katastrophe, egal. Ach nee, geht, haha. Ich dachte, ich wäre im falschen Ordner. Und jetzt würdet ihr alle meine geheimen Projektdateien sehen. Wenn wir dann das Fahrzeug wiedergeladen haben, wir erkennen es hier doch wieder an den ausnehmend schönen Fenstern und den vielen angesetzten Details,
Dann können wir unter dem Writer Soundquellen eine neue Soundquelle hinzufügen. Die nennen wir Armaturenbrett. So. Wenn wir das erledigt haben, sieht das erstmal so aus. Das ist relativ unspektakulär. Die klebt jetzt auf 000. Das ist hier dieser Kreis. Da wählen wir jetzt aus, was wir gerade eben eingegeben haben. Es gibt schon einige Soundquellen. K66 Armaturenbrett. Ja, Speicher, das ist in Ordnung. Und zack, da sind unsere Variablen, die wir gerade eben benannt haben. Wir haben ja Taste ein Volume, Taste aus Volume genannt. Und denen können wir jetzt quasi nochmal eine Variable zuweisen. Also es wäre eigentlich, müsste man es vielleicht Bezeichnung des Sounds oder so ähnlich nennen. Also ich weiß auch nicht, Variable passt eigentlich ganz gut, aber auf der anderen Seite eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, das hatte vielleicht auch irgendwann eine ethische Diskussion dann zur Folge. Die sollen andere halten, das machen wir heute nicht. So, jedenfalls würde ich jetzt diesen Tastern in irgendeiner Form meine hoffentlich schon existierenden Variablen zuweisen. Aber da wir wieder einmal schlampig gearbeitet haben, haben wir noch gar keine Variablen, die wir hätten zuweisen können am Seintäten. Und das erledigen wir jetzt in den Scripts, und zwar im MainScript. Warum im MainScript? Ganz einfach, weil diese Variable global verfügbar sein muss. Das heißt auch im Content-Tool, soweit nachvollziehbar. Das hatten wir in einer der letzten Folgen, wie ihr habt nicht zugehört. Deswegen lege ich jetzt eine neue Variable ein, die nenne ich SND, steht für Sound. Ich finde das einfacher mit dem Präfix, dann kann man es auf jeden Fall auseinanderhalten. Taste beschleunigen ein. Das muss ein Integer sein. 0 und 1 sind eindeutige Wertzuweisung. Es kann ein oder aus sein. Es kann nicht 0,981 sein. Es kann nur ein sein. Beschleunigen aus. So, das brauche ich jetzt nochmal. Und zwar für Bremse. Zack. Bremse. So. Das sind jetzt unsere Integers, die wir jetzt der Soundkonfiguration zuweisen könnten. Wir haben aber noch keine Soundtaste beschleunigen Volume. Jetzt haben wir eine Volume-Bezeichnung, die quasi dann auch die Lautstärke steuern kann. So, das reicht erstmal. Mehr brauchen wir an aktueller Stelle nicht. Jetzt werden wir flott das Skript reimportieren. Das geht immer so schnell hier. Ich habe jetzt schon gedacht, jetzt könnte ich mich mal eben zurücklehnen und hier ganz geschmeidig irgendwie an die Decke starren, aber das geht gerade nicht. Jetzt haben wir das Skript reimportiert und jetzt kommen wir wieder mit unserer eigentlichen Soundgeschichte hier aus dem Busch, denn jetzt können wir, oh mein Gott, Taste beschleunigen ein und Taste beschleunigen aus. Wow. Auswählen. Das sind jetzt quasi unsere zugewiesenen Variablen. Und die müssten wir dann gleich noch im Skript auf ein- oder aussetzen. Und zack. Tada. Wow. Würde man gleich Sounds vernehmen. Dazu hat es sich als förderlich erwiesen, wenn die Soundquelle auch zumindest annähernd an der richtigen Position ist. Ich sehe sie nicht mehr. Da ist sie. Sie hängt zu hoch. 1,30. Na, das passt schon eher. Und machen wir mal 12 Meterchen. Ja, es wäre durchaus professioneller gewesen, hätte ich mir diese ganzen Werte irgendwann mal rausgesucht. Ist aber nicht meine Arbeitsweise. So, jetzt gucken wir mal, dass die irgendwie so halb auf schräg 7 im Gerätebrett hängt. Ach nee, das war ja sogar das war von der oberen Tastereihe, ne? Dann machen wir das mal da. So. Ein bisschen zu weit und ein bisschen zu tief. So, passt schon. Irgendwo da. Was man nicht vergessen sollte, ist auch dieser Soundcontainer ist jetzt erstmal an das Mittelteil gebunden, an das Main. Deswegen muss man auch hier wieder die passende Animation auswählen und den Sound daran dran binden. Ne? So, jetzt haben wir Content-Tool-seitig mehr oder minder die Erfordernisse erfüllt. Jetzt geht es daran, in den Scripts
das Ganze noch umzusetzen. So. Bislang sieht es ja relativ einfach aus, nämlich so. Da stehen jetzt ein paar Buttons, eine Deklarierung, eine Wertzuweisung und ein Aufruf. So. Jetzt wollen wir Sounds haben. Dafür habe ich schon mal was gebastelt und das werde ich jetzt einfach nur abgucken. Haha, ich bin so ein Hecht. Zack, da ist es. Bam. So, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir werden jetzt Last-Variablen einfügen. Last, sind das mal Single, ne? So, und beschleunigen Last. Das geht auch sicherlich anders, einfacher und eleganter. Fürs aktuelle Beispiel muss es aber herhalten. Und letztendlich ist es ja auch jedem selber überlassen, wie er sein Skript gestaltet. Oder sie sein, wie ihr Skript gestaltet. Ich habe nicht gut Deutsch heute. So, was passiert in diesem, da kann man sehen, in diesem Skriptabschnitt? Also, ich tausche mal gerade noch die Werte aus, damit wir da nicht irgendwie durcheinander kommen. Schon in Last. Da, ja, ich bin leicht retardiert heute, ich habe das zum Anfang erwähnt. So, und zwar vergleichen wir jetzt, ob die Variable, also die letzte Bewegungsvariable des Tasters beschleunigen, unterschiedlich, also ungleich der aktuellen Bewegungs-, also der aktuellen Variable des Beschleunigungstasters ist. Okay, das hat wahrscheinlich jetzt kaum einer verstanden. Letzten Endes ist diese Variable zwangsläufig, also ganz am Anfang des Skriptes ist sie 0. So, genau wie der Taster. Dann drücken wir den Taster. Ne, hier ist die Wertzuweisung. Das heißt, die ist 0 und die ist 1 und damit ist die Bedingung erfüllt. Also true. Das heißt, wir fügen dann den Sound ein. Ne, also das hier ist true und dann kommt hier Zen, Sound, Taste, beschleunigen, ein. Wird auf 1 geschrieben. Wir müssen den nicht wieder auf 0 schreiben. Das ist nicht erforderlich. Das erledigt quasi das Content, also vielmehr der Sound-Container für uns. Eine tolle Sache. Schon ganz gut. So, genau. Und nachdem das erfolgt ist, wird die Variable des letzten Zustandes gleichgesetzt der des aktuellen Zustandes. Das heißt, wenn ich loslasse, würde das hier nochmal durchlaufen werden. Weil dann ist das hier 1 und das hier 0. Dann wird das hier wieder gemacht und dann sind beide wieder 0. Okay, ich hoffe, das kam jetzt halbwegs durch. Genau, so würde jetzt immer der 1-Sound abgespielt werden. Das ist nicht so förderlich. Also basteln wir das ganze Skript jetzt nochmal ein bisschen um. Also, wenn die Variablen unterschiedlich sind, dann machen wir ein Beginn und ein End da rein. Das brauchen wir, weil jetzt noch eine If-Verzweigung innerhalb der ganzen Geschichte kommen wird. Nämlich, wenn... Hoppala. Nein, weg. So. Und zwar If CP-Taste beschleunigen gleich 1. Bei Pascal, und das finde ich, ist echt eine Krücke und geht mir mächtig auf den Nerv, macht man für Vergleiche nur ein Gleich. In C-Sharp und vielen anderen Programmiersprachen würde man zwei Gleich machen. Weil Gleich ist da eine Wertzuweisung und Doppelgleich einen Vergleich. Hier ist Gleich ein Vergleich. Das muss man sich merken und da kann man auch ganz böse mit auf die Schnauze fallen. Aber der Compiler sagt einem das dann auch. Deswegen, du warst wieder doof. So, die Taste beschleunigen. Wenn die gleich 1 ist, dann spiele den Sound beschleunigen ein, sonst spiele den Sound beschleunigen aus. Jetzt sei noch ein Hinweis gestattet zu Semikola. Ich glaube, ist das überhaupt der richtige Plural? Zu Semikolonnen. Das ist garantiert der richtige Plural. Jede If-Verzweigung muss mit einem Semikolon beendet werden. Auch das ist sehr untypisch. Aber gut, es ist nun mal Pascal. Das heißt, diesem If gehört dieses Semikolon. Diesem If gehört dieses Semikolon. Eine If-Verzweigung, die kein Beginn und End hat, gilt als abgeschlossen, sobald ein Semikolon folgt. Das wäre hier.
Würde ich jetzt korrekterweise in anderen Programmiersprachen hier ein Semikolon hinsetzen, so in etwa, würde dieser Bereich nicht mehr berücksichtigt werden, weil hier kam ja schon ein Semikolon. Deswegen kommt da kein Semikolon hin, was ich auch nicht gut finde. Und hier so gesehen auch nicht, weil das Semikolon hier zum if gehört. Da muss man sich echt dran gewöhnen und das ist nicht schön. Vor allen Dingen, wenn man morgen heute mal ein bisschen in C-Sharp schreibt und dann übermorgen ein bisschen C++ und dann heute wieder Pascal. Nein. Ist nicht schön. Naja, whatever. Jedenfalls testen wir jetzt, wenn die Taste beschleunigen gleich 0 ist. Nein, das war Unsinn. Was rieche ich denn hier schon wieder? Also wenn sie gleich 1 ist, dann wurde sie ja gerade erst auf 1 geändert. Dann sollen wir den Sound ein abspielen. Hier. Und sonst spielen wir den Sound aus ab. So. Das gleiche brauchen wir jetzt nochmal nur für die Taste Bremsung. Kann man das wieder auf 0 drehen hier? Ich werde fake, ey. Bremsen. Oh, voilà, falsch. Bremsen last. Bremsen. 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 Bremsen last. Dann Taste Bremsen ein und Bremsen aus. So, was ich auch noch gerne mache, sind so viele Kommentare. Hat noch keinem wehgetan, hat auch noch niemandem geschadet. Ich mache das auch gerne so, dass ich beispielsweise so über, also Zwischenüberschriften einfüge. Quasi sowas. Weil zum Beispiel der Sound, dann darf er jetzt von keiner anderen Verzweigung abhängig sein. Verzeihung. Von keiner anderen Verzweigung abhängig sein, die beispielsweise die Batteriespannung steuert. Das Taster macht immer Geräusche. Ob das Ding jetzt Batterie anhat oder nicht, wenn ich auf diesen Taster drücke, macht der ein Geräusch. Und wenn es nur meine Fettfinger sind, die splurchen, wenn ich drauf drücke. Es kommt immer irgendein Geräusch. Es geht gar nicht anders. Na gut, außer bei Vandalismus-Tastern, da kommt wahrscheinlich wirklich kein Geräusch, also kein, was wir vernehmen können. Aber lassen wir es mal dahingestellt, es kommt auf jeden Fall ein Sound. So. Okay. So, dann kann man hier noch Zwischenüberschriften. Beschleunigungstaste und Bremstaste. So. Das hat einen charmanten Vorteil, dass wenn ich jetzt copy-paste, dann habe ich durch meinen Kommentar eine klare Trennung. Dann kann ich nicht, wie es mir gerade eben fast passiert wäre, versehentlich den Wert der vorherigen Geschichte noch bearbeiten. Ich kann natürlich aber auch das Ganze so ein bisschen entheddern und dann das noch direkt hinter das Semikolon schreiben. Voilà, das habe ich jetzt gemacht. So. Was noch wichtig ist vom Aufbau her, wir werden ja hier, schreiben wir die erste Variable, ne, die Taste beschleunigen. Die sollte sinnvollerweise geschrieben werden, bevor geprüft wird, ob sich der Zustand geändert hat. Wenn ich hier prüfe, ob der Zustand sich geändert hat und ich ändere ihn erst da unten, dann wird der Sound einen Skriptdurchlauf später erst abgespielt. Das fällt jetzt vielleicht nicht so direkt auf, aber es kann sich durchaus auswirken, gerade wenn man wirklich zeitkritisch arbeitet mit den Sounds. So, und dann muss ich natürlich nach jedem Sounddurchlauf auch die Prüfvariable wieder zurücksetzen. Ne? So, das sollte es skriptmäßig gewesen sein. Gucken wir mal, ob das jetzt noch überhaupt funktioniert oder ob ich jetzt eine Kompilierung erfolgreich. Das klingt toll. So, dann würde ich sagen, wir haben den Sound eingerichtet, vertont seitens Skript. Wir haben die Variablen zugewiesen und dies, das, jenes, pipapo. Alle sind glücklich und dann können wir jetzt auch mal eben. Oh, ich hab Nackenkinnas. Das ganze Ding packen, in den Lotus-Simulator schmeißen. So, weg mit dir, weg, weg, weg. Das finde ich momentan so nervig, ey. Steam hat sich irgendwie festgebackt und will jedes Mal Lotus in Windows Fullscreen starten, was ich aber gar nicht aktiv ausgewählt habe. So, da fahren wir nicht. Tut mir leid. Und wir fahren auch nicht mit dem 8S, sondern mit dem K66. Ist das der richtige? Ich bin mir gar nicht sicher. Wie habe ich den jetzt benannt? Ach, Kinder, es ist nicht einfach, wenn man alt wird. Ja, das war natürlich der falsche. Das hätte ich aber auch an den Fenstern erkennen können. Ich hält vom Erdbeerfeld. So, und vielleicht machen wir es dabei noch hell. Ihr seht, ich drehe mal wieder auf den letzten Drücker auf. So.
Bitte warten. Chap, chap, chabri, dap, babri, babri, chap. So. Warum passiert hier nichts? Oh no! Vielleicht auch? Hoppala. Ich hab versehentlich. Oder oh, sind die minimiert? Ist ja auch egal. Hä? Ich glaube, wir haben Lotus getötet. Oh mein Gott, ihr habt Kenny getötet! Ihr Schweine! Loop Exception 2. Interessant. Ich weiß noch nicht, woran das jetzt liegt. Das ist natürlich jetzt so leider maximal peinlich. Ah, ja, ich weiß, woran es liegt. Wir waren leider doof. Wir haben etwas vergessen. Tschüss. Ja, das ist ein Early Access. Das darf man nicht vergessen. Da können auch schon mal diverse Fehler auftreten. Insofern habe ich jetzt nämlich intelligenterweise hier keine Variablen eingetragen. Das mag Lotus noch nicht so gerne. Deswegen werde ich jetzt einfach die hier eintragen, die ich gar nicht schreibe und gar nicht benutze. Und dann eben mein Skript anpassen, dass ich sie zumindest einmal auf 1 schreibe. Und zwar in der Initialisierung. Weil würde ich sie jetzt auf 0 lassen, würden wir nichts hören. Das wäre irgendwie nicht so optimal. So. So, ich hoffe, das war's jetzt, sonst muss ich mich leider vergraben gehen und komme nicht mehr raus. Wäre aber jetzt auch nicht weiter schlimm, denke ich. So, neuer Anlauf. Zack, 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 zack. Ja, mimimi. Special Needs Team, mimimi, mimimi, mimimi. So, scheiße. Warum ist denn der auf die andere Karte zurückgesprungen? Naja, macht ja nichts. Dann seht ihr jetzt mal was ganz Exklusives. Und ich präsentiere, da ist es Düsseldorf. Ah, nein, ich habe natürlich geschnitten zwischendurch. Aha, ich hält vom Erdbeerfeld. Ja. So. Gucken wir mal. Oh mein Gott, es hat... Es macht Geräusche. Das macht keine Geräusche. Das ist komisch. Vielleicht habe ich irgendwo einen klitzekleinen Fehler eingebaut. Natürlich nur, um euch zu testen. Ne? Klar, ganz, ganz logische Geschichte. Ja, okay. Also Sounds funktionieren schon mal. Jetzt haben wir ja trotzdem dumm, um es wieder zurückzustellen. Aber noch nicht so 100%ig. Schauen wir mal nach, ob wir hier irgendwas vergessen haben können. Wir haben die Volume auf 1 gestellt. Wir haben die Taster richtig. Bremsen, Last. Taste, Bremsen. Taste, Bremsen ein. Taste, Bremsen aus. Bremsen, Last. Taste, Bremsen. Okay, das sieht erstmal in Ordnung aus. Zumindest in diesem Skript hier. Dann kann es sein, dass wir im Content-Tool was falsch gemacht haben. Oder, das war natürlich ihr, ne? Ich mache natürlich keine Fehler. So viel sollte bekannt sein. Was haben wir denn hier stehen? Ja, komisch. Ich bin auch doof. Wir haben natürlich, das kann gar nicht funktionieren, nur einen Sound-Container. Wir haben auch in diesem Sound-Container nur einen Sound. So, und der ist jetzt vergeben, nämlich für die Beschleunigen-Taste. Die Bremsentaste kann noch gar keine Geräusche machen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt quasi die sauberere Variante wäre, meiner Meinung nach, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, den Soundcontainer zu erweitern, wo wir dann entsprechend mehrere Taster einfügen. Dann haben wir halt nur einen Soundcontainer für das Gerätebrett. Oder aber wir duplizieren einfach diesen Soundcontainer hier, Quick and Dirty, nennen wir Armaturenbrett Bremsentaster und setzen den ein Stück daneben. Hoppala. Und nennen ihn dann einfach Bremsen aus und Bremsen ein. Und das war auch völlig dämlich hier. Das hätte natürlich da oben bei dem anderen auch beschleunigen heißen müssen. Ja, so ist das, wenn man vernagelt ist. Ey, ihr kennt das ja vielleicht auch zu Hause. So, beschleunigen wollen wir natürlich. Jetzt müsste auch der Bremsentaster gleich ein Geräusch machen. Die sind jetzt falsch schon positioniert, aber scheiß der Hund drauf.
Es ist ja nur zur, nicht Dingens hier, aber Bummens, ne? Nur zum Zeigen, was das eigentlich jetzt genau ist. So, was haben wir eigentlich mal kurz gucken hier? Oh ja, da kann auch nichts gemacht werden. So, jetzt testen wir das nochmal ganz kurz zur Vollständigkeit halber und dann werde ich mich jetzt auch selber in den Feierabend entlassen. Haha, es ist nämlich schon spät und ich muss ins Bett. Naja, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich sollte es nicht übertreiben. Ich war jetzt gestern Abend bis irgendwie 23:30 beim Sport nach Hause gefahren, habe noch geduscht und ins Bett gegangen, um irgendwie kurz nach 12, um dann um kurz nach 5 wieder aufzustehen. Das war nicht schön. Kann ich keinem empfehlen. Das hat sich auch irgendwie nicht bewährt. Ich weiß nicht. Das war nichts. Naja, aber jeder wie er mag und meint und überhaupt. Aber ich gehöre definitiv nicht zur Truppe. So. Oh Gott, es funktioniert. Ja, ein Träumchen. Unser erster Sound oder unsere ersten Sounds, das sind sogar mehrere. Ja, in diesem Sinne verzeiht mir meine geistige Abstinenz und ich wünsche euch dann noch einen glorreichen Tag. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Für Vorschläge, was man als nächstes so betrachten kann, soll, darf, bin ich wie immer offen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und in diesem Sinne würde ich dann auch sagen, bis neulich. Tschüss.